wo beginnt diese Naht, wie mache ich das jetzt am besten? Also es ist eine Sache des Verständnisses für die Dinge, die man tut. Das heißt, man muss verstehen, warum fange ich jetzt hier an, warum tue ich so, wie ich es tue und nicht anders. Wir haben viele verschiedene Nahtbilder. Bei Nähten ist es wichtig, dass das Gesamtbild nachher stimmt. Das heißt, es werden spezielle Materialien verwendet, spezielle Nadeln und Fäden, spezielle Stichlängen, die das Gesamtergebnis beeinflussen. Dabei wird Stoff mit anderen Nadeln bearbeitet als Leder zum Beispiel. Die Löcher sehen nachher anders aus, was auf den ersten Blick nicht unbedingt auffällt, aber im Detail fällt es natürlich schon auf. Und dieser zweite Blick ist eben, was dann am Ende den Unterschied macht. Nähen ist auf jeden Fall eine Kunst. Für mich ist die Naht, wie wenn ich in ein Gesicht blicke. Wenn man die Nähte sieht, dann sieht man sofort den Charakter dieses Produktes. Nähte sind klassische Designmerkmale. Und aus dem Zusammenspiel von Material und Naht entsteht das Bezugsdesign. Sattelleder ist ein wunderbares, archaisches Material, das in Würde altert. Und die Wiederbelebung dieses Handwerks war für uns ein spannendes Thema. Die Arbeit mit dem Sattelleder ist sehr speziell, weil es eben komplett andere Eigenschaften hat wie normales Leder. Es ist nicht so biegsam, relativ unflexibel. Man muss viel selbst erarbeiten, Maschinen individuell anfertigen lassen, um die Sattellederzuschnitte bearbeiten zu können. Sattelleder ist kein weiches Material, es stellt aber die Nahtdetails in besonderem Maße heraus und lässt es besonders wertig erscheinen. Das Arbeiten mit den verschiedenen Materialien setzt die nötige Kreativität und Erfahrung voraus. Manche Stoffe sind total elastisch, manche sind sehr hart. Das heißt, es muss eine Entscheidung getroffen werden, wie das Produkt verarbeitet wird und ob sogar gegebenenfalls der Zuschnitt verändert werden muss, um das Material zu verarbeiten. Da sind unsere Zuschneider und Näherinnen gefragt und die haben beide das Verständnis in diesen Bereichen. Ein solches Handwerk kann man nur in der Qualität machen, wenn die Ausbildung stimmt. Man braucht für die Ausbildung circa 3 Jahre und dann braucht man doch weitere 8 bis 10 Jahre, um es meisterlich zu beherrschen. Es gibt kein Rezept dafür, gerade ausnähen zu können oder dass die Nähte nachher wirklich so sitzen, wie sie sein sollen. Es ist jahrelange Erfahrung, es ist Verständnis für das Material, für die Dinge, die man tut. Wir sind sehr genau in dem, was wir tun, und wir tun es gerne, sehr genau.